Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Teil 2 der Top Runs 2023. In diesen Videos diese Woche geht es ja nicht nur darum, was man jetzt für krasse Strecken gefahren ist, sondern auch ein bisschen darum, was man einfach so am liebsten fährt. Und ich finde, die Home Trails gehören irgendwie dazu. Man fühlt sich darauf immer zu Hause, wie der Name auch schon sagt. Und man kann immer schnell mal eben zwischendurch den Kopf ausschalten. Und das von zu Hause aus, ohne großartig irgendwo hinzufahren. Deswegen finde ich, so eine kleine Hometrail-Runde ist es immer mal wert, um sich aufs Bike zu schwingen. Und deswegen finde ich, darf diese Runde auch in diesen Top Runs 2023 diese Woche nicht fehlen. Das ist irgendwie das Bike halt auf jeden Fall besser bergauf geht als das Kinevo. Bike echt leicht. Da ein neuer Trail eingefahren. Und hier ist halt echt jetzt sehr schlecht durchkommen. Krass, das habe ich hier gar nicht. So steil in Erinnerung, alles. Okay, dann geht's hier weiter. Mal kurz mal gucken.
gucken, was der Hund will. Ich finde tatsächlich, dass ich oft genauso viel Spaß habe, mal eine Runde Home Trails zu fahren, weil einfach der Aufwand auch nicht so groß ist, wie immer 2-3 Stunden irgendwo in Parks zu fahren. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, denn morgen geht es schon weiter mit den nächsten Videos aus der Reihe Top Runs 2023. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und denkt immer dran, zu Hause ist doch irgendwie am schönsten.